Ich sehe es nicht. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal, wenn es außerhalb meines Gebietes ist. Technology secured. Einmal das Kreuzer. Aber dafür brauchen wir 5 Jahre. Korvetten, Weltraumtorpedos oder. Das können wir in einem Monat abhaken. Galaktischer Marke gegründet. Innerhalb der Grenzen von Darkstripe. Warum sagt mir keiner was? Ich meine, ich hätte mich nicht drum gekümmert, aber trotzdem. Das und dann machen wir einmal hier die besseren Railguns rein. So, was brauchen wir jetzt? 900. Was? 937. Technology secured. Sternenfestung. Können uns aber auch einfach exotische Gasraffinerien holen. Star System charted. So, pass auf, dann probieren wir nochmal. Können wir einen unserer Wissenschaftler rekrutieren? Nein, was? Eltor kostet 5000, habe ich gerade nicht zur Hand. So habe ich zwar schon, aber nicht dafür. Erzählt uns etwas, was wir noch nicht wissen. Wir haben ein Sternsystem in unserem Dings. Todesbrut? Was ist die Todesbrut? Ach. Wie kann man es besiegen? Todesbrut, welche war das? War das das? Keine Ahnung. Ist mir auch ehrlich gesagt gerade egal. Und über den Ätherdrachen sagt uns, wie wir ihn besiegen können. Können wir einen eurer Wissenschaftler rekrutieren? Ja. So. Und jetzt. Wir brauchen. Ich meine, am meisten bringt es uns hier. Hat der Kurator. Ach so. Upsilon-Aliens. Welche sind das? Das sind auch die Weltraumwale, glaube ich. So, ihr könnt schon mal upgraden. Ach, ihr müsst. Er hat da noch auf Pause. Ich dachte schon, warum passiert nichts? Mein Schatz. Ach ja, 200 Energie, komm. Vor 20 Jahren wäre mir das wichtig gewesen, aber jetzt nicht mehr. Hier dauert noch ein bisschen, aber hier kommt gleich ein neuer Pop. Was haben wir dann hier? Wir brauchen immer noch mehr Generatoren. Konsumgüter, oh, ja, die werden dezent knapp gerade. Was kostet der Spaß? Unsere nächste Priorität muss eine weitere Zivilindustrie sein. Es wird auch, ich brauche unbedingt eine Ecomin Menopolis, das wird, aber das ist machbar. Wenn wir aus Rom eine Ökumenopolis machen können, dann haben wir eigentlich schon einen Riesenvorteil. Zivilindustrie. Forschungsalternativen. Röntgenlaser brauchen wir nicht. Forschungskomplex. Da bräuchten wir Gase für.
Schilde. Ja, holt. Und dann brauchen wir, neue Schilde. Die sind fast fertig. Warte. Doch, erforscht. Die ist ja jetzt eh egal. Und die kann schon mal upgraden. Wir möchten gerne spenden. Wir können uns momentan keine Spende leisten. Ich bin nicht Krösus. Construction complete. Die terraformieren gerade zu einer kontinentalen Welt. Wow. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass die KI terraformiert. Vor allem, ich merke gerade, ich brauche auch nur das eine System. Ich habe ganz gar nicht geschnallt, dass da auch eine Hyperlane war. So, wen haben wir so alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Volk fehlt noch. Die Trojaner fehlen noch. Unidentifiziertes Reich. Können wir Kommunikation handeln? Aktive Sensorverbindung möchte ich der KI jetzt nicht geben. Mineralien. Wollt ihr Mineralien? Nein, wollt ihr nicht. Mineralien sind euch egal. Energiecredits eignen sich aber doch gut. Complete. Irgendwer hat gerade irgendwem den Krieg erklärt. Rikikiti hat Amazonen. Okay. Ebenbürtig, Flottenstärke überlegen. Okay, ich mache mir dezent Sorgen. Ich fände es dezent uncool, wenn jetzt unser Siedlervolk von irgendeinem Alienvolk besiegt wird. Produktionsziele, komm. Troja! Ihr werdet sehen, dass ihr unterlegen seid. Hier haben wir die Trojaner. Neuer Kontakt. Intelligente Materialisten. Ja, sie mögen uns. Vasallenstatus erbitten. Fuck, nein. Eure scheußliche Spezies ist der definitive Beweis, dass das Universum einen Sinn für Humor hat. Construction sieht hier aus. 1,7. Das ist immer noch zu wenig. Was ist das für eine ernste Chance? Construction complete. Die Flotten müssen definitiv wachsen. Das geht nicht anders. Unser hat uns Flottenkapazität. Ja, das ist mir recht. Und dann können wir ein paar zusätzliche Zerstörer in Auftrag geben. Sobald wir die Legierungen dazu haben, natürlich. Hier können wir einen planetaren Außenposten bauen. Das heißt, Bevölkerung ist hoffentlich bald kein Problem mehr. Oder zumindest nicht mehr so stark. Technology secured. 1770? Was? Ach, das ist, glaube ich, der Mainframe, oder? War declared. Dark Tribe hat Troja den Krieg erklärt, okay. Wir möchten die Vereinbarung gerne fortführen. Wir können es aber uns aber gerade nicht leisten. Das heißt, wir müssen erstmal was verticken. Curator. Könnt ihr uns bei unserer Forschung unterstützen? Ja. Rumpfstärke, Plattform? Nee, definitiv nicht. Baugeschwindigkeit, Zerstörer. Oder, wir haben keine Dinger. Wir haben keine flüchtigen Teilchen. Und was wäre vielleicht hilfreich, sie zu haben? Ansonsten hätte ich ja gerne hier standardisierte Zerstörer genommen, aber es soll wohl noch nicht sein. Hier dann machen wir hier noch eine Legierungsgießerei und einen Stadtdistrikt.
Sind wir in irgendeiner... Warte, Cybrex-Basis, ist mir gerade egal. Ist, hier sind wir in irgendeiner Position, um... ebenbürtig ihre wirtschaftliche Macht ist im Vergleich zu unserer überlegen. Ja gut, das ist ja auch innere Perfektion, was die hier machen. Forschungsfähigkeit da. Und einmal. Okay, die kommt. Wo ist das Schiff? Hier. Aber hier ist doch vorhin eine. Ist hier nicht vorhin eine Anomalie gespawnt? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, das ist immer noch. Ja, es ist immer noch Cleopatra. Star System charted. Construction complete. Construction complete. Informationsquarantäne, Erforschung der Sterne, diplomatische Zugstände, das ist alles nicht interessant. Wir haben eigentlich sogar schon zu viel Einfluss jetzt. Ich hätte mich definitiv mehr ausdehnen müssen. Und es war vielleicht keine gute Idee, der KI Vorteile zu geben, weil die nutzen das richtig aus jetzt. Also dafür, dass die Mod noch nicht fertig ist, ist die KI schon gut dabei. Construction complete. Richtlinien, was haben wir denn hier noch? Anfangsgrenzstatus, Nahrungspolitik, Handelsorientierung. Doch, das ist richtig. Flüchtlinge sind willkommen. Wirkungskontrollen, Sklaverei ist gestattet. Nee, wir haben genug. Wir haben genug Einfluss. Das ist nicht das Problem. Star System charted. Technology secured. 3,8. Also das können wir wirklich nur mit unserer kombinierten Flotte schaffen. Technology secured. Fortschritte Railgun. Dafür brauchen wir aber... Dafür brauchen wir flüchtige... Wie heißen sie? Flüchtige Teilchen. Synthetische Gedankenmuster... 96 Monate ist mir ein bisschen viel. Anführeralternativ plus 1, Kostenanführer. Kann ich schon? Wo sind sie? Ich möchte gerne wissen,
exotische Gasraffinerien, aber wir haben, nee, wir können noch keine flüchtigen Teilchen selbst erzeugen. Befehls in der Flotte um 20 erhöht. Ja, das ist nicht so hilfreich im Moment. Feuerrate um 10% erhöht und Schaden bei Orbitalbombardierung. Oh. Wir beanspruchen jetzt Systeme. Technology secured. Da kommt was auf uns zu, würde ich behaupten. Das könnte es zumindest sein. Construction complete. Hyperantrieb wäre vielleicht gut, wenn wir den mal upgraden. Ich habe eindeutig die Forschung vernachlässigt. Tundra-Welt. So, ich habe gerade einen Namen. Ich weiß zwar nicht, ob Sizilien eine fruchtbare Region ist, aber das ist jetzt einfach so. Auf das System Tiom? Ernsthaft? Nö. Kriegt ihr nicht. Wie stark sind die? Sind uns ebenbürtig. Technology secured. Construction complete. Wir müssen vielleicht anfangen, Planeten zu terraformieren. Aber das werden wir in naher Zukunft noch nicht können. Star System charted. Construction complete. Habe ich nicht vorhin auch bessere Schilder erforscht? Genau. So, was kostet es, das zu upgraden? 372. Also ich finde Upgraden ehrlich gesagt zu teuer. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es ursprünglich so war, halt, dass es halt die Differenz ist zwischen dem Preis des alten Designs und dem des neuen Designs. Und inzwischen denke ich mir, für die Rohstoffe kriege ich auch einfach komplett neue Schiffe. Star System charted. So, wir könnten vielleicht das hier ersetzen durch einen Generatordistrikt. Das hier, wenn hier später ein Ekumenopolis entstehen soll, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel in neue Distrikte investieren. Das hier ist okay. Okay.
Ansonsten kann ich halt im Moment nicht wirklich was machen, was das angeht. Die haben immer noch nur 3 Kolonien. Ja, die haben wirklich halt auch nur Planeten, die sie nicht wirklich kolonisieren können. Ich glaube, ich werde nicht drum herum kommen, die Wikinger zu integrieren. Was ich schade finde, aber... Höhere Feuerrate, wird das jetzt neu berechnet? Nö, schade. So, wir haben jetzt definitiv zu wenig an Energie. Construction complete. Ich hoffe, ich denke daran, das gleich rauszuschneiden. Hier hat gerade das Telefon geklingelt. Construction complete. Wikinger haben einen Wirtschaftspakt mit Ägypter geschlossen. Okay. Ja, sollen sie doch. Die Asiaten werden mir langsam ein bisschen zu groß. Migrationsabkommen. Ach, Leute. Construction complete. Möchten gerne spenden? Nein. Luxusresidenzen, wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Forschung. Wenn wir schon nicht wirtschaftlich und keine riesige Flotte ausrüsten können, da brauchen wir wenigstens eine starke. Rom hat 2. Aber das bringt uns noch nichts. Da haben wir noch ein Cybrex-Artefakt bekommen. Wow. Waren die schon vorher so groß? Nee, ich wollte schon sagen, ja, das dunkle Volk hat gerade einfach 7 Systeme der Trojaner übernommen. Technology secured. Ganz ehrlich, um das integrieren werde ich nicht herumkommen, ich glaube es nicht. Basis Reichsausbreitung, Forschungsstation, wie viel ziehe ich aus Forschungsstationen? Zum Teil den Großteil, aber da wird nicht... fortschrittliche Schilde, dafür brauche ich Gase. Gase habe ich nicht. Ja, komm, dann nehmen wir die noch Hyperantriebe. Star System charted. So, wir siedeln dich einmal um nach Rom. Und dann haben wir vielleicht bessere
Oder geht das vielleicht ein bisschen schneller, dass wir vielleicht hier noch ein Forschungslabor anknallen können? Wer ist jetzt verreckt? Construction complete. Any Val Jordan. Wir können gar nicht verlangen, dass sie unsere Vasallen werden. Okay, ganz ehrlich. Ich habe die Befürchtung, dass das richtig nach hinten losgehen wird. Schiffsdesigner habe ich schon. Nein. Ich habe nichts Besseres. Wie gesagt, ich hätte immer noch gerne bessere Plasmawerfer. Vorausgesetzt, ich kann sie schon ohne irgendwelche Rohstoffe bauen, die nicht seltene Kristalle sind, weil ich halt nichts anderes habe. Ich meine, ich könnte für die anderen handeln, aber es ist auch nur suboptimal. Ich kann. Ah, doch, ich kann Gase erzeugen. Das sollte ich vielleicht tun. Forschungsgelder, Informationskanäle wollte ich gar nicht, Netzüberlastung. Gesundheitskampagne und einmal das hier. Construction complete. Technology secured. Fortschrittliche Railgun, Sternfestung, Plastik-Stahlpanzerung. Ja, von mir aus. Unerwartet im Alter von 84 Jahren gestorben. Ja, gut. Ob man das unerwartet nennen kann, weiß ich nicht. Nahrungsverarbeitungsanlagen, das wird hierfür sehr sinnvoll sein. Kronprinzessin Octavia, wir haben Lucia die Erste und schon wieder ein Octavia, nicht mal Octavia, irgendwie Octavia die Zweite. Ich meine, ich wusste, dass die Römer unkreativ mit ihren Namen waren, aber wow. Enival Jordan. Star System charted. Ghana disponal. Ebenbürtig. Enival Jordan. Ebenbürtig. Simpox-System? Was ist denn hier? Ach, irgendeine Alien-Raumstation. So, diese Flotte können wir vervollständigen. System charted. Die hier können wir schon mal verbessern. Wobei, warte. Sind die Designs aktuell? Fortschrittliche Railgun kann ich halt nicht nehmen. Construction complete. Also wenn, sollten die Designs halt schon aktuell sein.
Construction complete. Aggressiv oder schön da, nehmen wir aggressiv. Wir brauchen unbedingt mehr Construction complete. Forschungslabore können wir uns nicht leisten, da wir keine Konsumgüter haben. Rikikiti. Status quo. Die Ägypter haben nicht. Okay. Haben die Wikinger mit irgendwem einen. Nicht Angriffspakt mit den Römern, Wirtschaftspakt, Forschungspakt, Migrationspakt, aber. Aber zumindest kein Verteidigungsbündnis. Das